das große, kosmische, allumfassende ja auch im ganz Kleinen zu finden ist oder auch im Menschen, in den Gefühlen. Und das alles soll ja auch umschlossen werden. Ja, Michael, warum redest du jetzt so komisch? Nein, ich versuche. Ja, so, ja, weißt du? Ich versuche so ein bisschen. Ja, wir cutten eh. Wir haben ja jetzt erstmal so Vorgeplänkel gemacht. Mal gucken. Aber ich finde, der Fokus, der läuft super. Super, der läuft super. Ja. Und wir haben ja auch einen super schönen. Wofür sind denn die Geräte jetzt eigentlich da? Die Geräte. Du meinst jetzt hier diese. Die neuen Musikinstrumente. Genau. Da ist er. Wunderbar. Dann können wir ein bisschen mitlaufen lassen die ganze Zeit, denke ich schon. Ich finde, das kann man eigentlich sehr gut laufen lassen. Weil das sind ja auch Wellen, die uns eigentlich die ganze Zeit umgeben. Ja, Fibonacci. Das ist italienisch, richtig? Fibonacci. So wie. Man muss sich auch, glaube ich, diese Freiheit nehmen, einfach auch, Parameter genau. Oder Parameter zu sagen. Parameter. Fibonacci oder Fibonacci. Parameter finde ich ganz schön. Parameter. Nee, ich finde auch Parameter. Parameter, ist doch klar. Unisono. Nee, das ist falsch. Das ist halt Unisono. Definitiv. Unisono. Ist auch scheißegal, Fibonacci. So, formuliert wird, ja, der Oszillator sagt, schwinge ein, ganz langsam. Voltage-controlled Oszillator, ja, die Tonhöhe wird durch den Low-Frequenz-Oszillator sozusagen bestimmt. Eine Sinuswelle, Oszillwelle. Und damit zu arbeiten, mit Wellen zu arbeiten, indem man diese Wellen eben gestaltet, das ist eben dann Musik. Ja. Die Nuss. Sinussi. Eine Nuss. Ja. Und so ist eben die Sinuswelle eben eine reine Welle ohne alles. So, okay, pass mal auf, wir sind ja jetzt hier, wir haben jetzt ein bisschen vorgeplänkelt, das habe ich ja schon mal gesagt. So, machen wir nochmal. Wir fangen jetzt mal direkt an. Ernste Musik. Ernste. Also die ernsthafte. Und irgendwann kam es so ein bisschen zu so einer Art Trennung von ernster und Unterhaltungsmusik. Im 19. Jahrhundert gab es das noch nicht, glaube ich. Da war die Musik, die Aufführungspraxis und so, die war immer sozusagen noch verbunden mit einem Publikum. Gassenhauer. Ja, Gassenhauer, ja, genau. Die auch aus Opern entstanden sein kann, wie zum Beispiel. Ja, italienische Oper. Madonna e mobile. Das haben die Leute auf der Straße draußen dann auch. Ja, die Frauen sind wechselhaft. Elvis Presley. Ja, Elvis Presley hat ja dann aus der italienischen Oper einfach. Du bist ja Musikwissenschaftler. Es gibt ja eigentlich gar keine Unterscheidung. Du bist ja der Wissenschaftler. Es gibt ja eigentlich gar keine Unterscheidung zwischen ernster Musik und Unterhaltung. In der Hochschule schon damals. Da, wo ich studiert habe, da konnte man E-Musik studieren oder U-Musik damals noch an Hans Eisler. Ja, da gab es die TUM-Abteilung. Da gibt es heutzutage wahrscheinlich sogar eine relativ scharfe Grenzlinie zwischen. Mehr vielleicht, als das vor 20, 30 Jahren sogar der Fall war. Ja, mal ganz profan gesagt, E-Musik findet in der Oper statt und im Theater, ja, im Musiktheater oder auf dem Konzert, im Konzertsaal. Zum Beispiel, ja. Ja, aber kann zum Beispiel auch im Jazzclub stattfinden und kann ja auch sich eher. Aber im Club, hinsetzen. Was ist da was? Selbst im Club, ich war in den Techno-Clubs und haben wir dann jazzigen Techno. Ja. Wobei Filmmusik als funktionelle Musik durchaus auch ernsthaft sein kann, weil derjenige, der sie macht. Und ich finde, das sollten wir auch ruhig mal so ein bisschen im Auge behalten, dass die Musik, die wir komponieren, dass sie wirklich dramaturgisch, filmisch letztendlich auch funktioniert. Fürs Publikum. Weil das sind wir ja auch. Wir sind ja Intellektuelle im Grunde, aber eben auch Prolls. Genau. Wir sind die Bohemen. Das ist eigentlich. Das sind, genau. Und Avantgarde und Bohem und gleichzeitig aber auch alle. Ja, wobei man muss natürlich sagen, dass wir sind auch jetzt mit diesem Ansatz eigentlich auch nur Avantgarde, weil die klassische Musik oder die sogenannte ernste Musik durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen ist. Den zweiten Satz des Klarinettenkonzerts von Mozart, ja. Und heutzutage in A-Dur, und der wird für die Persilwerbung und wurde vor 20 Jahren für ein Waschmittel unterspielt, ja. Das Requiem, Confodati, also die Verdammten, wird dann einfach abgespielt. Wahrscheinlich wäre Mozart das ganz recht. Vielleicht sogar. Auch eigentlich scheißegal, letztendlich. Aber es ist schon Unterhaltung. Dem Anspruch folgen, den wir für uns formulieren. Und das muss dann auch so sein und geht dann immer weiter und immer tiefer. Und es kann total irrsinnig sein.
Was aber nicht heißt, dass es schmerzen muss. Ja? Sondern im Gegenteil. Es ist einfach ein, sagen wir mal, ein Ausdruck, also Expressionismus im Grunde in der Musik, in der Kunst. Und das ist das, was woraus wir uns ja auch für Chaosmologie ja speisen wollen. Denn jetzt wären wir jetzt bei dem Thema Chaosmologie. Kosmos heißt ja eigentlich Ordnung. Ja. Chaos ist das Gegenteil von Ordnung. Chaosmos ist im Grunde die Verein, also die, wie soll ich das fassen? Also keine Ahnung, also das ist eine super interessante Frage. Teilchen, die haben sich einfach nicht an die Gesetze gehalten und ausgeschert. Und weil das passiert ist, ging die Expansion des Universums los. So etwas wie ein Urknall. Peng! In Musik mit Wellen und Schwingungen und mit hörbaren, für die Menschen spürbar zu machen. Dass man nicht mehr mit dem Kopf, Quantenphysiker, man setzt sich einfach hin, wir spielen die Musik und ah, das ist also das Universum. Chaos-Theorie. Ja. Aber das ist ja letzten Endes genau das, was wir tun. Und da sind wir jetzt wieder bei der katholischen oder bei der christlichen Kirche. Ja, das ist egal. Das lassen wir auch offen. Ob wir an Gott glauben oder nicht. Und das geht auch gar keinem was an. Das geht auch keinem was an. Zweifler. Oder es ist, keine Ahnung, wie heißt das? Ich glaube, es gibt ein religiöses Grundgefühl. Das hat in der Musik auf jeden Fall sehr viel Raum. Es gibt eine Ordnung, die beeindruckend ist. Die beeindruckend ist. Also wir sind nicht das Maß aller Dinge. Und was hat das jetzt alles mit Stockhausen zu tun? Natürlich damit, dass es eben. Herr Doktor? Wenn man das Ganze so sieht hier, könnte man ja auch irgendwie denken, das ist total chaotisch. Diese ganzen Kabel. Das ist super chaotisch. Also sieht chaotisch aus. Das ist ja eigentlich. Die serielle Partitur, die die Veränderungsgrade bestimmt, herstellst. Und ich werde dann. Erstmal wird es komponiert, auch umgesetzt. Wie bei Stockhausen, es wird eine feste serielle Struktur, die dann in diese Geräte spielt. Und letztendlich wird dann aber bei der Aufführung in der Partitur stehen, bei Minute 35 oder bei Takt 412. Was? Das ist der Plan, der göttliche Plan, und der erfüllt sich. Genau, wir überlegen uns zusammen die Gesamtkonzeption. Richtig. Dazu. Man könnte die natürlich jetzt auch chaotisch, aber die ist richtig krass, immer auf der 1 unter so, unter 2 oder 3. Oder sie definiert. Genau. Machen wir sie wieder aus. So, damit man Bescheid weiß. Wir machen hier schöne Serie Musik, aber die für Techno-Club. Ne? Also auch für. Um die alte, ernste Musik mit der Chaosmusik. Beides. Zu versöhnen. Genau. So. Mega. Fett. Ja, Riesending. Wie der Herzschlag so. Bumm. Genau. Bumm.